Hallo meine Lieben, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Ich hoffe, es geht dir gut. Heute habe ich ja bereits schon eine kleine Tagesbotschaft online gebracht. Da ist schon so eine schöne Energie. Und ich möchte heute nochmal mit einem weiteren Orakel etwas abklären. Und zwar natürlich, was so aktuell die Energie ist. Ja, ich kann es eine Art Visions- bzw. Wunschlegung nennen. Und zwar werde ich dafür, ich überlege mal kurz. Ja, dafür nehme ich heute das Weisheitskartendeck und werde dann später wahrscheinlich noch mit dem Lenormand ein paar Karten abklären. Und es geht jetzt erstmal allein um ein paar Positionen und ich werde jeweils dann eine Karte ziehen. Die Karten sollten soweit gemischt sein und dann werde ich, na wobei, ich mische einfach nochmal durch. Dann habt ihr es auch nochmal vor der Kamera gesehen. Ich hoffe, euch geht es auch soweit gut. Mir geht es momentan wirklich sehr gut zur Zeit, also ich kann nicht klagen. Ja, letzte Woche habe ich noch immer wieder zwiespältige Energien wahrgenommen. Es war auch wirklich täglich unterschiedlich. Vielleicht habt ihr die Energien ja auch so wahrgenommen. Und diese Woche oder jetzt seit dem Wochenende ist es relativ ruhig geworden. Vielleicht hat es auch mit der Vollmondenergie zu tun. Aber gut, ich fange jetzt erstmal an. Die erste Karte, die ich jetzt hier ziehen werde, und das spüre ich hier auch schon, die Karte darf es sein, das ist die Ist-Situation. Bitte bedenkt, nicht jeder kann damit in Resonanz gehen. Bei einigen ist es bereits passiert, bei anderen passiert es vielleicht noch zu einem späteren Zeitpunkt. Und ja, die Karte schaue ich zuerst. Milch und Honig, die Ist-Situation. Es geht hier wirklich glücklich weiter. Es kommt hier eine wunderschöne positive Energie herein, also so wie ich es tatsächlich auch wahrnehme. Mithilfe des Vollmonds, mithilfe deiner Meditationen und deiner Manifestationen, ja vielleicht auch durch Visualisierungen, kannst du jetzt hier tatsächlich aktuell in einer großen Badewanne voller Fülle baden. Und das möchte jetzt auch kommen. Ja, das ist die Ist-Situation, das, was jetzt aktuell in Bewegung kommen möchte. So, dann schaue ich mal auf die nächste Energie. Was ist denn dein Wunsch? Da spüre ich trotzdem hier auch die Karte. Dein Wunsch, das traute Heim. Du wünschst dir, zu Hause anzukommen. Du wünschst dir, ja, vielleicht tatsächlich ein eigenes Haus zu haben, tatsächlich irgendwo anzukommen, dich bei dir selber wohlzufühlen, aber natürlich auch in deiner Verbindung mit der Familie, mit Freunden, mit deinem Wunschpartner wünschst du dir anzukommen. Und die ersten beiden Karten deuten auch wirklich darauf hin, dass es tatsächlich bewusst wahr werden kann. Dein Wunsch, dein bewusster Wunsch anzukommen, möchte sich jetzt erfüllen. Was ist denn hier noch unbewusst dein Wunsch? Na, ob das so unbewusst ist, weiß ich nicht so ganz. Aber hier die Erneuerung spricht natürlich davon, unbewusst möchtest du alles auf eine neue Ebene bringen. Deine Seele möchte sich erneuern und unterbewusst natürlich auch wachsen. Die Erneuerung steht natürlich einerseits dafür, dass etwas, was entweder verbrannte Erde ist oder etwas, was, ja, nicht mehr so richtig greifbar ist, neu aufblühen kann. Dein unterbewusster Wunsch, ja, möchte hier zum Vorschein kommen. Deine Seele möchte wieder anfangen zu blühen. Und auch du wirst es wieder schaffen, aufzublühen und natürlich hier auch tatsächlich das Leben der Fülle wieder erreichen. So, die nächste Karte. Was schafft Zufriedenheit bzw. was hilft dir dabei? Dann nehme ich erstmal die Karte. Ja, wundervoll. Der Sprung ins Ungewisse. Das ist auch mal etwas zu unternehmen, auch wenn man Angst davor hat. Ich sehe hier gerade, kurz vorher ist wohl die Kerze ausgegangen. Die habe ich eigentlich vorhin angemacht. Also hier ist eine wichtige Botschaft dabei. Vielleicht das, was hier noch unterbewusst ist, kommt jetzt immer mehr ins Bewusste. Und auch das wird dir dabei helfen, der Sprung ins Ungewisse, mal etwas zu wagen, mal ein Risiko einzugehen. Vielleicht gilt es für dich oder aber auch natürlich für deinen Wunschpartner. Ich schaue hier vor allem erstmal auf die Kollektivenergie. Du kannst damit heute in Resonanz gehen oder tatsächlich auch jemand aus deinem Umfeld.
Was wird Wirklichkeit? Die nächste Botschaft. Was wird Wirklichkeit werden? Und das ist doch mal wunderschön. Der Frieden kommt. Der Frieden wird Wirklichkeit werden. Und damit ist eindeutig gesagt, du wirst deine Wünsche erreichen. Du wirst letztendlich zufrieden sein, die Fülle erreichen. Das ist dann dementsprechend auch klar. Das, was für dich Frieden bedeutet, entweder Frieden auf der Welt, oder letztendlich auch Frieden im Inneren mit dir selber, mit deinem Seelenpartner. Ja, aber auch ganz einfach mit deinen Lernaufgaben den Frieden finden. Und ja, das wird Wirklichkeit werden. Du wirst letztendlich den Frieden in dir selber finden. Was sind denn jetzt erstmal die nächsten Schritte? Die nächsten Schritte sind hier von deinem Seelengefährten oder aber tatsächlich auch mit deinem Seelengefährten. Es kann sein, dass es auch hier darum geht, auf deinen Seelengefährten zuzugehen, oder vielleicht kommt jetzt plötzlich auch jemand in dein Leben. Ein Seelengefährte, jemand, der plötzlich in dein Leben kommt und einen Schlüssel in der Hand hält. Ich hoffe, ihr könnt es hier erkennen, einen Schlüssel in der Hand hält und dir tatsächlich auch entweder bei deinen Lernaufgaben hilft, dich selber zu erneuern, wieder ein Stückchen weiter zu dir selber zu finden. Dafür ist der Seelengefährte auch da. Das kann ein Lernpartner sein oder natürlich auch der Wunschpartner, der Herzmensch, die Zwillingsseele, Dualseele. Da gibt es ja ganz unterschiedliche, verschiedene Prozesse. Letztendlich ist der Seelenpartnerprozess, jeder wird erneuert, jeder kann was dazu lernen, wenn man natürlich auch seine eigenen unterbewussten Themen angeht, wenn man natürlich seine eigenen Ängste angeht. Und eine letzte Botschaft haben wir jetzt noch, was jetzt sonst noch wichtig ist. Oh wow, die höhere Macht. Ja, das solltest du auch für dich mit beibehalten. Die höhere Macht, also das Universum, ist hier an deiner Seite. Du wirst beschützt, du wirst von oben geführt. Das ist jetzt hier wichtig auch nochmal für dich zu verstehen, für dich zu lernen, aber auch darauf zu vertrauen. Vielleicht bekommst du auch wunderschöne Zeichen des Universums. Ja, ich sehe hier gerade noch die Karte an der Unterseite und die möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Das Weitergehen, also es geht immer weiter. Es geht immer weiter auf deinem Weg, egal mit dem Seelenpartner, mit einem Lernpartner, der plötzlich in dein Leben kommt, oder wenn es tatsächlich auch alleine ist. Du bist letztendlich nicht allein. Du bist auf dieser Reise mit vielen, vielen anderen Menschen. Schau dir alleine an, wie viele Menschen hier das Video schauen. Und somit, du bist nicht allein. Auch ich kenne diesen Weg. Auch ich weiß, wie es ist, sich zu erneuern, Lernaufgaben anzugehen. Vielleicht auch tatsächlich Menschen zu treffen, die dir auch in einer Situation helfen, aber vielleicht nur für eine Woche und dann wieder aus dem Leben verschwinden. Aber es wird dich immer weiterbringen. Mache dir das bewusst. Und wenn du da noch nicht richtig die Sicherheit spürst, wenn du noch nicht richtig weißt, wie du weitergehen kannst, dann kontaktiere mich wirklich gerne. Kontaktiere mich von Herzen gerne. Und schreibe mir etwas über deine Situation. Schreibe mir, wenn es dir aktuell nicht gut geht oder was dich aktuell beschäftigt. Und ich helfe dir wirklich sehr, sehr gerne mit einer energetischen Arbeit oder natürlich auch mit einer persönlichen Kartenlegung. Schreibe dazu gerne an die E-Mail-Adresse herzseelentarot@gmail.com. Die findest du auch natürlich beschrieben in der Videobeschreibung. Ich möchte einmal jetzt nochmal hier schauen, was jetzt erst einmal wichtig ist mit dem Lenormand-Kartendeck der lieben Lichtarbeit Sabrina Reul. Eine Botschaft, nee, zwei Karten haben wir bereits schon. Ich mische einmal nochmal nach. Dankeschön. Ups, und die Karte will auch noch fallen. Sehr gut. Oh, wow. Ich sehe schon die Karte an der Unterseite. Von daher mache ich jetzt einmal ganz schnell hier die Karten. Was zeigt sich hier? Ja, hier sind noch ein paar Verstrickungen, ein paar Unsicherheiten und Unklarheiten. Aber die Schlange steht hier vor allem in dieser Botschaft für die Heilung,
für die Heilung von Geheimnissen, etwas, was öffentlich gemacht werden möchte, etwas, was offenbart werden möchte, ein neues Kapitel, was ansteht, eine Erneuerung, ein nächster Schritt in deinem Leben. Vielleicht ist das noch ein innerer Konflikt für dich, ein innerer Konflikt, und vielleicht bist du mit diesem Sprung ins Ungewisse am Kämpfen mit dir selber. Deshalb kann es hier auch sein, dass du spürst, du gehst vielleicht immer wieder Umwege oder bleibst irgendwie immer auf einer Stelle stehen. Deshalb ist es dort auch wichtig, ja, die Karten, die drei Karten kann ich im Prinzip so gemeinsam zeigen, in die weibliche Energie zu kommen, einmal wieder zu dir selber zu finden, aber vor allem in die Stärke, in die Kraft, den Mut finden und in Bewegung gehen. Ja, und zu dieser Botschaft, zu dieser wunderschönen Energie, die nochmal letztendlich hier alles bestätigt. Du kannst in die Fülle kommen, du kannst ankommen, den Frieden finden, wenn auch du aufhörst zu kämpfen und tatsächlich auch Schritt für Schritt für dich selber weitergehst. Die Verwicklungen, die Verstrickungen, die Unklarheiten, die du noch in den Gedanken hast, darfst du, ja, dieses Kopfkino darfst du beiseite schieben, beziehungsweise, naja, beenden. Ein Kapitel abschließen und ein neues öffnen. Du kannst hier mit tatsächlich einer möglichen männlichen Person, mit einem Seelenpartner rechnen, der mit Nachrichten und Neuigkeiten auf dich zukommt. Aber vielleicht ist es auch deine innere Stärke, ja, die du jetzt erhältst, um tatsächlich auch hier mit der Karte an der Unterseite die Sonne, um hier Erfolg und das große Glück zu erleben. Das bestätigt hier nochmal, die Fülle wird kommen. Du kannst hier definitiv mit der Sonne, auch mit Milch und Honig und dem Trautenheim, ja, du kannst hier definitiv in den eigenen Seelenfrieden finden. Mit dieser Botschaft wünsche ich euch heute noch einen wundervollen Tag. Genießt den Tag und wie gesagt, wenn du Hilfe benötigst auf deinem Weg, melde dich jederzeit bei mir gerne per Mail. Deshalb sage ich jetzt erst einmal einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Video.